Was ihr hier hinter mir sehen könnt, ist der letzte Wohnort des Bundespräsidenten, des ersten Bundespräsidenten Theodor Heuss. Er war Kölner Ehrenbürger und hatte wirklich ein bewegtes Leben, womit sich die Geschichte Deutschlands eigentlich ablesen lässt, nämlich Kaiserreich, Weimarer Republik, wo auch Abgeordneter im Reichstag war. Er war auch einer derjenigen, dessen Bücher auf den Scheiterhaufen des Nationalsozialismus fielen. Dann nach dem Krieg, wo er eigentlich schon im Ruhestand war, noch in der politischen Emigration, wurde er der erste Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland und auch Mitte der 50er Jahre dann Kölner Ehrenbürger. Sein Haus in Stuttgart, was ihr hier hinter mir sehen könnt, ist zwar sehr unscheinbar von außen, hat aber von innen eine wirklich sehr neue und moderne, überarbeitete Dauerausstellung. Schaut doch mal rein, es lohnt sich, wenn ihr in Stuttgart seid.